So, hallo Leute und willkommen zu einem, kleinen Let's Play erstmal vorerst. Ich habe nicht viele Parts geplant, sondern nur so als Let's Show vorerst. Wenn es gut bei euch ankommt und ihr mehr hiervon sehen wollt, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare und ich werde auch durchaus mehr aufnehmen. Wir spielen Scarlet Blade. Ist schon ein bisschen bekannter, ist ein MMORPG, das sich hauptsächlich aufs weibliche Geschlecht spezialisiert hat, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und wir werden jetzt einfach mal... Wie hieß diese Scheiße denn jetzt? Die Mavericks nehmen. Weil ich habe bei den beiden so im Endeffekt das Gefühl, Jedi, Sith, mal ganz ehrlich, steht ja auch so knapp so beschrieben. Aber ich werde diese Klasse nehmen. Sehr schön gemacht, dass ich hier den Text nicht richtig lesen kann. Die Nacht ist meine Tarnung. Shadowwalker, das klingt doch schon mal gut. Keines kommt Feinden so nah wie ich. Okay. Meine stahlharte Klinge zertrümmert alles, was sich mir in den Weg stellt. Ich beschütze meine Girls, egal vor wem. Ich beschütze meine Girls. Wer mich wählt, sollte mit meiner brutalen Art klarkommen. Ich stehe auf Schmerzen, wenn ich sie anderen zufüge. Okay. Ich beschütze meine Girls aus der Distanz. Meinem Auge entgeht nichts. Auch meiner Knarre nicht. Niemand rechnet mit mir. Ich bin blitzschnell, klein und scheinbar harmlos. Gut für meine Girls, gut für dich. Was ist das? Sentinel. Alle voll fett, aber hier ist sie dafür am nacktesten. Wird eines meiner Girls verletzt, bin ich zur Stelle. Ich habe eine Gabe. Möchtest du mein Geheimnis wissen? What the fuck, man? Was? Aber der redet auch nicht. Schätzer sind die Verkörperung des Krieges. Extrem beweglich und herrlich tödlich. Aber das ist ein Typ, oder? What the fuck hat der hier zu suchen? Die mussten wohl noch einen Aspekt für Frauen reinschaffen, oder wie? Als Ergebnis jahrelanger Entwicklung von Kriegseinheiten zeigen Cyberblades überragende, was weiß ich. Die Nacht ist meine Tarnung. Meine Krallen sind tödlich. Keines meiner Girls kommt Feinden so nah. Ich nehme mal die, die Shadowwalkerin. Finde ich jetzt am interessantesten, muss ich zugeben. Und dann kommen wir auch schon zur Charakterstellung. Sehr schön. What the fuck? Dabei wird dann ja übel. Was haben wir denn? Das sind Frisuren? Denke ich mal. Die gefällt mir eigentlich schon recht gut. Na, nicht mit so einem Dot hinten drauf. Wir gucken einfach mal alle durch. Boah, warte mal kurz. Ein Stück weiter weg ist er. Ja, ein Stück näher dran. What the fuck? Hör auf, dich zu strecken und zu dehnen. Na, stell dich mal gerade hin. Das ist echt gewöhnungsbedürftig hier gerade mit der Maus. Die Haare sind alle nicht so schlecht. Gibt es noch mehr Frisuren? Hier können wir, das sind Vorschläge. Hier können wir die dann richtig machen anscheinend. Mal gucken, was haben wir denn hier so. Da gefällt mir das am besten. Oder das? Mädel, bleib gerade stehen. Oh, Frauen, ey. Nehmen wir den. Augen. Ach, das ist die Augenfarbe. Die kann rot bleiben. Die gefallen mir so. Lippen. Auch rot. Frisur. Gefällt mir der schon fast mit am besten. Während mein Handy klingelt. Mädel, gerade stehen bleiben. Nehmen wir den. Die Haarfarbe. Schwarz oder? Wir nehmen weiß. Die Kleidung. A, B. Disuse, A, B. Oh. Ich glaube, ich sollte da so einen kleinen Schwarzfilter einfügen. Wir nehmen die so. Nein, nicht zufällig. Scheiße. Moment. Wir haben, glaube ich, die genommen. Augen rot. Lippen rot. Frisur. Die Haarfarbe weiß. So.
Fertig. Ja, bin ich. So, damit hätten wir unseren Charakter erstellt. Ich guck mal kurz, was mir geschrieben wurde, Leute. Okay, gut geguckt. Gespielte Zeit 0 Stunden, 0 Tage, 0 Minuten. Ja, logisch, haben wir ja gerade erst erstellt. Und ist auch mein erstes Mal in diesem Spiel. Ich will mal ganz kurz gucken, ob ich übersteuere. Ja, eure Musik ist jetzt aus. Pegel dürfte ich nicht, nein. Ja, einfach mal Start klicken. Ich schleich mich von hinten. Ich schleich mich von hinten ran. Die Susan Sinnerschein, damit kannst du. Okay. Damit kann ich meine Standard-Disuse entfernen, um neue anzuziehen. Tütüt. Hallo Schätzchen, ich bin Aryl. Deine Sassy, was weiß ich. Ja. Das ist unser Charakter. Sehr freizügig schon mal am Anfang. Ich finde das gerade so ein bisschen laut. Soundeffekte. Ich stelle einfach mal alles nochmal so 20% runter. So. Ich würde ja sagen, blablabla, weiter. Für die, die es nehmen wollen, die können es halt lesen. Das war jetzt ein Quest anscheinend. Mutter Edding. Hauptquest. Der holbare Quest. Okay, verstehe ich noch nicht so ganz. Ach, ich komme da gar nicht hoch. Okay, Männer gibt es aber anscheinend auch. Obwohl die mich extrem an Dings erinnern. Starcraft. Starcraft? Ja, doch. Sei gegrüßt. Ich bin eine Verwaltungs-KI des Projekts Arche. Okay. Dann grüß, Tochter. Was beschäftigt dich? Die Quest. Weiter. Ben. Da bimmelt's wieder. Autolaufen ist er. Okay. Springen. Autoroute, bla bla blub. Wenn ich jetzt hier draufklicke, macht der Auto laufen. Ah. Also auch noch etwas für die ganz Faulen. Sehr schön. Etwas für mich. What the fuck? Luft einfach. Naja, Brustphysik haben sie auch noch mit reingebracht, so wie es aussieht. müssen wir jetzt die ganzen Punkte hier ablaufen oder wie? Sprich mit Rüstungsmeisterin. Gibt's die so oft oder wie? Benötigt Waffen Level 1. Übungsgelände. Übungstrupp. Okay. Hallo. Schön, dich kennenzulernen, Arcana. Ich bin Vera. Okay. Weiter. Ich frage mich, ob sowas schon bei YouTube verboten ist, weil genau genommen sieht man ja nichts. Zumindest nichts, was man auch ständig auf der Straße sieht. Ich glaube, nur Nippel sind auf YouTube verboten, sobald man wirklich Nippel sieht. Auf so Bimmeln. Habe ich die gerade jetzt schon angelegt? Item aufheben ist E. F-Ziel anvisieren. Ausrüstung wechseln, F12. Tab nächsten Fall anvisieren. Lass mich mal kurz raus. So, gegen die soll ich jetzt trainieren. Ein Übungsroboter zerstören. Angriff. Okay, laut. Sehr laut. Achso, er hat es auch gar nicht angenommen, sehe ich gerade. Weil ich wahrscheinlich einfach nur auf. Auf Acht anbinden, okay. So, jetzt gucken wir nochmal kurz. Ja, ich finde es schon deutlich besser. Von der Lautstärke her. Okay. Was für fette Krallen. Ja, und Jack, einfach weg. Ich habe nie mehr was an, wo sie hinstecken könnte. Okay. Nur komm mit. Schön, dich kennenzulernen, Arcana. Ich bin Barrett. Ja, das hast du mir vorhin schon mal gesagt. So. Habe ich Handschuhe bekommen? Tatsache.
Also da, ich will an die Handschuhe ranzoomen. Spiel! Das sind zwar schöne Brüste, aber da wollte ich jetzt überhaupt nicht ranzoomen. Was ist weiter? Annehmen. So, Auto laufen. Alarm, Autoroute. Wenn uns das schon angeboten wird, dann nutzen wir es auch. Was haben wir denn hier unten? Charakter. Shadow Walker ist so versiegelt. Leuchten. Okay. Das sind die Handschuhe, die wir jetzt anhaben. Verteidigung 1, minimaler Angriff 6 oder wie? Unsere Clown. Ah. Also wenn wir nur mit den Handschuhen angreifen würden oder wie? Quest. Ansicht. Weiter. Beenden. Beenden. Schön, dich kennenzulernen. Lara hier. Quest. Zur Oberfläche. Ansicht. Weiter. Annehmen. Autoroute. Laura. Lauras Hologramm. Okay. Ist doch immer das Gleiche. Bewegen wir uns einfach mal so ein hin. Leicht verwirrt noch. Ja, MMOs sind ja leider immer ein Stück anders aufgebaut, zumindest vom Overlay her, aber vom Grundprinzip her alle gleich. Das ist ja immer dieser schöne Unterschied an MMOs. Wenn Skype jetzt Fraps überhaupt noch weiter aufnimmt, das weiß ich gerade nicht. Jetzt sollte es auf jeden Fall weiter aufnehmen. Weiter. Beenden. So. Ach komm. Oh, Sati. Getötet Pestkäfer. Wo geht's denn hier lang? Irgendwo da lang sollen die Pestkäfer sein. Dann töten wir doch mal Pestkäfer. Zwar immer noch halb nackt, aber wir töten jetzt mal eine Runde Pestkäfer. Kann man nicht einfach direkt angreifen? Pestkäfer 1 tot. Ah doch, kann man. Wenn man nicht Rechtsklick macht, sondern zweimal Linksklick drauf. Okay. So. Beenden. Beenden. Zack, Level up. Und zwei neue Dinger gleich. Annehmen. Luftkäfer töten. Und noch mehr Luftkäfer töten. Pestkäfer, Vulkankäfer, Kluftkäfer. So sehen sie diese also aus, die ich festlegen muss. Die kacken ganz schön schnell ab, die Viecher. Kluftkäfer? I'm looking for you. Ja, ich kann noch warten, bis du noch mal respawned bist. Da unten ist noch einer. Hab ich gerade gesehen. Der Kluftkäfer. Kluftkäfer weg. Ja, erst ist jetzt fertig, aber im Moment, ich habe noch einen auf, wo ich die Viecher töten muss. Bevor ich auch nur noch einen brauche. Nehmen wir den da hinten. Lass mich raten, danach kommt die Vulkankäfer, die ich töten muss. Robotasche Skill. So. Beenden. Schuhe. Sehr schön. Beenden. Annehmen. So, dann lauf mal. Charakter, haben wir die Schuhe jetzt an? Ne, haben wir nicht. Inventory, da sind sie doch. Auf diesem Level kannst du dieses Item nicht anziehen. Ich brauche Level 3 oder was? Benötigst du jetzt Level 3, Tatsache. Dann habe ich irgendwas außer Acht gelassen. Oder soll ich einfach noch mehr von diesen Viechern klatschen? Aber 50% habe ich erst fertig. Sieht schon relativ gewollt aus. Aber irgendwie ist das hier extrem überlappt, finde ich, mit irgendwelchen Anzeigen. Also der Chat ist gigantisch, den kann man ja mal kurz kleiner ziehen. So. Eine sehr große Skillbar von Anfang an. Hier unten sehr viele Symbole.
Naja. Okay, da sollen wir hin. Waren die nicht hinter uns auch noch? Es geben mir Blumen ein Quest. Naja, ich hätte vielleicht mal die Questlog lesen sollen, damit ich das hundertprozentig verstehe. So. Ziel, Reparaturdrohne. Euch also. Und dann brauche ich ein bisschen Loot von euch. Die sammelt gerade automatisch. Kommunikationsterminal. Das bist du. Quest. Also das Autolaufen finde ich echt schon geil gemacht. Gefällt mir. Ja. Beenden. Level up. Damit können wir unsere Schuhe anziehen, ist rein theoretisch. Ja. Zack, haben wir unsere Schuhe an. Schön, dass wir die wichtigsten Sachen schon angezogen haben. Hahaha. Der will jetzt, glaube ich, dass wir skillen. So, die Taste K, um den Skillbaum aufzurufen. K. Düt. Weiter. Wenn. So, wie viele Skills hätten wir denn schon? Rest 2. Aber ich glaube, um mich da jetzt einzulesen, wird das ein bisschen länger dauern. Und um zu gucken, wo es sinnvoll ist, hinzugehen. Muss mal sozusagen. Darum mache ich das später. Ziel, Spurensprosse. Da hinten die Viecher. Die hier. Okay. Momentan brauchen wir es eh nicht, wenn man sich das mal so anguckt. Dass wir sie fast One-Hit erledigen. Also bis jetzt ist das Spiel noch keine wirkliche Herausforderung.